willkommen beim Dickkopf. Ich bin Joshua und das ist Jona und wir beide sind die Moderatoren von dieser heutigen Episode. Wichtig dazu muss man jetzt auch noch erstmal sagen, heute haben wir zwei Sachen im Programm, die wir normalerweise so nicht drin haben. Wir haben wieder ein Novel Special dabei und wir haben dann auch noch eine außergewöhnliche Story, wo man wirklich sagen muss, ja, die gibt's so nicht alle Tage. Ja, das ist ja gut. Sag mal, warum bringst du jetzt schon wieder zu lachen? Aber unser Kameramann da hinten wieder Scheiße macht. Also, ja, dazu muss man sagen, wir haben hier eine ziemlich große Dickkopf-Redaktion und wir können in einen weiten Raum gucken und da gucken wir mal so in die Redaktion und da kann man natürlich auch schon mal abgelenkt sein. Manchmal sieht man da noch Plakate, man sieht die Arbeiter und ja, es ist wirklich manchmal echt wirklich ablenken. Und deswegen verzeiht es uns, wenn wir zwischendurch mal lachen, dann sehen wir vielleicht jemanden, der gerade ein Stück Kuchen isst oder so. Oder sich eine Cola reinzieht. Oder so. Die Regie jubelt schon. Ja, da war zum Beispiel der Kameramann. Der braucht wieder seine Kaffeepause, aber so weit sind wir noch nicht, denn wir haben für euch natürlich was vorbereitet. Und zwar starten wir jetzt erstmal wie angekündigt mit Die Farm der Tiere, die Graphic Novel. So, kleine geschichtliche Hintergrund-Basic, die ich euch jetzt mitgeben möchte. Kleine geschichtliche Hintergrund-Basic. Ja, und zwar, Themen wie Rassismus, Gier, Versagen, menschliche Werte, Fake News, Propaganda, Hass, Kampf oder Gleichberechtigung, die nicht da ist. Das sind alles Themen, die uns in der heutigen Welt begleiten. Das sind alles Themen, wo man schon öfters drüber gesprochen hat und auch noch drüber sprechen wird. Außerdem der Aspekt Hass, den ich hier gerade auch selber verspüren muss, ein kleiner Haken nebenbei. Im Hintergrund sieht man schon wieder unseren Kameramann, wie der meint, er muss mal wieder seinen Affen rauslassen. Kriegt von Dickkopf drüber. Naja, aber wir kommen jetzt wieder zurück. Alltägliche Probleme, die aber auch schon aus einem Werk bekannt sind, das im 20. Jahrhundert geschrieben wurde. Und zwar 1945 veröffentlicht Die Farm der Tiere von George Orwell, ein britischer Autor, der mit diesem Werk Welterfolg gefeiert hat. Es gehört zu den renommiertesten Werken des 20. Jahrhunderts, wird auch teilweise im Schulunterricht angesprochen und es wurde auch schon mehrfach neu verlegt. Es hat eine sehr hohe Stückzahl an verkauften Exemplaren und da ist es natürlich auch klar, dass man irgendwann natürlich auch einen Comic davon machen muss. Und das hat sich nämlich der brasilianische Künstler Odir auch gedacht und hat dazu zu dieser spannenden Story tolle Bilder gemalt. Die Grafik ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es teilweise so neuartige, teilweise detailreiche Details, die man nicht immer so sieht. ja, das ist ein Widerspruch. Ihr versteht Details. Es, wenn ihr das lest und seht. Auf jeden Fall hat er da wirklich ein tolles Werk gemacht. Das Ganze ist übrigens auch noch als Hardcover da, kann man sich gut ins Regal stellen. Es behandelt auf jeden Fall die Themen Politik, Ethik, Gesellschaft, Hass etc. Wirklich ziemlich spannend, nicht nur für Leute, die im Bereich Sozialwissenschaften unterwegs sind, nein, auch generell. Es sollte ein Werk sein, was jeder zumindest mal in Stücken gelesen haben sollte. Zusammenfassend können wir sagen, wir kommen auf 176 Seiten für nur 25 Euro als Hardcover Edition bzw. als Graphic Novel. Ein wirkliches Okay davon, Daumen hoch. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten Band. Ja, krass, der zweite Band. Der zweite Band heißt Zeig mir das Meer. Und unter dem Titel, ja, was kann man sich da eigentlich vorstellen? Zeig mir das Meer ist jetzt, klingt schon so ein bisschen nach so einer, ich würde mal sagen, Love Story. Würde ich in die Richtung gehen oder so ein bisschen. Und ja, sagen wir so, wenn ich das in einer Fernsehzeitschrift lesen würde, hätte ich automatisch irgendwie so eine Story im Kopf mit so einem Paar, was dann mit Pferden auch noch unterwegs ist, am Strand und so.
Ja, da kommen wieder die Storys immer hoch, also Romantiker. Ja, also mit den Pferden, mit der Kameramann macht wieder Faxen, wie das geht heute schon die ganze Zeit so. Also ich muss dich leider enttäuschen, es geht leider nicht um Pferde, so du stehst ja auf Pferde. Und es geht nämlich erstmal um... Ich stehe aufs Reiten, aber nicht auf Pferde. Kann ich jetzt endlich mal weitermachen? Es geht vor allem um Maria und Jack. Aber am meisten halt um Jack, der ist unser Hauptcharakter. Und die beiden sind gute Freunde. Und jetzt kommen wir zu der Love Story, die ich angekündigt habe. Nämlich sie Love Story. Sie will eigentlich mehr von ihm. Also eine Beziehung eingehen, weil die beiden sind schon länger gute Freunde. Und erstmal muss man sagen, sie leben in New Mexico. Und die Lage wird aber immer komplizierter, denn Jake zieht es förmlich ans Meer. Er möchte irgendwie, er hat eine Verbundenheit, sage ich jetzt mal, zum Meer. Und deshalb möchte er auch nach Miami, um Meeresbiologie zu studieren. Und das Problem dabei ist, Maria weiß davon noch nichts und sie möchte eigentlich auch nicht aus New Mexico weg, weil sie ja doch bei ihrer Familie wohnen möchte. Und auch die Mutter von Jake findet das nicht so gut, weil sie ganz allein ist, wenn er weg ist, weil der Vater ist ertrunken. Was auch schon irgendwie komisch ist, man zeigt mir das Meer und der Vater ist ertrunken. Dennoch möchte er halt weg und dann trifft er auf Kenny. Kenny ist ein, ja, ich würde mal sagen, gut aussehender Schwimmer aus der hiesigen Stadt. Und ja, und man weiß halt noch, Jake fühlt sich zu diesem Jungen hingezogen und davon weiß Maria auch nichts. Also man muss schon sagen, dass Jake ihr eigentlich nicht so wirklich viel erzählt hat. Und sie geht halt immer noch davon aus, dass er auf Mädchen steht. Und Jake beobachtet dann halt Kenny immer weiter und verfolgt ihn dann noch irgendwann mal durch die Stadt. Und das fällt Kenny dann auf und er konfrontiert ihn damit. Und nachdem sie dann halt ins Gespräch gekommen sind, verabreden sie sich auf so einen, ja, ich würde mal sagen, auf einen Wanderausflug. Und da gehen sie dann los. Und da erfährt zum Beispiel Kenny auch von Jake, dass wenn Jake mit Wasser in Verbindung kommt, dass er hat solche, ich würde mal sagen, Muttermale an den Armen und die sind halt auch größer, die ziehen sich darüber und die fangen dann an zu leuchten, wenn er da in Kontakt kommt und dann taucht auf einmal eine riesige Flutwelle auf, die die beiden wegschwemmt und da passiert es dann, dass Jake seine Fähigkeiten entdeckt, nämlich er kann das Wasser kontrollieren. Und wie das jetzt weitergeht, ob Kenny jetzt nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte, weil er ihn vielleicht für ein Monster hält oder so, keine Ahnung. Ist ja schon komisch, wenn du auf einmal mit einem Typen wandern gehst und auf einmal kommt deine Flutwelle auf dich zu und er fängt an, das Wasser zu kontrollieren. Ne? Ja, das werdet ihr sehen, wenn ihr euch den Band holt. Und der Autor ist Alex Sanchez und die Zeichnerin ist Julie Marot. Und ich kann sagen, dass der Band echt gut gelungen ist. Und der Band hat 212 Seiten und kostet 16,99 €. Ist kein Hardcover, aber ich kann ihn trotzdem empfehlen. Die Story an sich klingt interessant und mir hat der Band auch gut gefallen. Das Ding ist, deine Zusammenfassung hat gerade in meinem Kopf so viele Bilder ausgelöst. Ich habe jetzt gerade so einen David Hasselhoff. Ich habe ein paar auf Pferden am Strand. Ich habe H2O, die Meerjungfrauen. David Hasselhoff spielt gerade eine ganz wichtige Rolle und ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss mir heute Abend echt mal hinsetzen und dann schreibe ich euch eine tolle Story. Wenn in einem Jahr dann sowas im Film, im Fernsehen läuft, dann wisst ihr Bescheid. Du hast die Meerjungfrauen geschaut? Zwanghaft. Ne? Also wenn man eine größere Schwester hat, die auch noch die Gewalt über die Fernbedienung hat, dann muss man manchmal auch sagen, okay. Außerdem muss man dazu sagen, ich meine, klar, ich stehe nicht auf Meerjungfrauen, aber die Schauspielerin sahen schon nicht schlecht aus. Ne? Man muss auch gewisse Prioritäten setzen. Das haben wir in der Dickkopf-Redaktion als klares Motto. Auge fürs Detail. Ja. So. Bevor wir jetzt noch weiter abschwenken und den Abend noch weiter füllen, beenden wir die ganze Session hier. Wir wünschen euch wirklich alles Gute. Wenn ihr noch mehr sehen, lesen oder hören wollt, natürlich auch ein bisschen professioneller, vielleicht könnt ihr auch mal unser Studio sehen, etc., dann schaut doch einfach mal bei dickkopf.de vorbei mit Doppel-K, mit Doppel-P. Da findet ihr vieles mehr rund um uns, rund um die Dickkopf-Redaktion, rund um dessen Produkte. Ansonsten Daumen da lachen. Nee. Unser Kameramann fängt wieder an, Daumen da lassen, abonnieren, Kommentar schreiben, E-Mail schreiben an die info@dickkopf.de und ansonsten, ja, jetzt habe ich ihm seinen Part geklaut, egal. Ja, ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten, macht's denn, ciao!